Wir sind zurück bei Let's Play Fallout 3 und in der letzten Folge sind wir in Kraditch rumgelaufen und haben ein paar Feuerameisen das Leben zur Hölle gemacht, oder sie haben uns das Leben zur Hölle gemacht, je nachdem wie man es nimmt. Und in dieser Folge sind wir zurück in Megaton, um uns ein bisschen auszurüsten, um uns stärker zu machen, um gegen die Ameisen anzutreten. Und ich bin schon mal hierher zu Doc Church gelaufen. Sie sind doch alleine hierher. Ja, bei dem wir uns ein paar Medizin-Dingens-Vorräte kaufen können. Das glaubt doch bei ihm, oder? Um mich besser konzentrieren zu können, was können wir machen? Was machen Sie hier? Was gibt's hier, Leute? Blablabla, bla, bla. Ich bin verletzt. Können Sie mich mit einer Verstrahlung befreien? Ich bin verletzt. Na, dann wollen wir mal sehen. Alter, nein. Dann hör. Ja, ich dachte, bei dem können wir kaufen. Versuchen Sie. Okay, gut. Dann. Hier. Huch! Sie haben so viel für uns getan. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Das ist alles, was ich Ihnen anbieten kann. Oh, 5,56 mm Schuss. Cool, vielen Dank. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Ja, da zahlt es sich mal doch aus, dass man mal gut gewesen ist, ne? Da kriegen wir nämlich hier für die Bombenentschärfung, sind die Megaton-Siedler jetzt total gut auf uns zu sprechen und der Sheriff ist ja auch weg. Das heißt, wir sind quasi alles, was denen noch bleibt. Crittery Supplies. Zur guten Moira gehen wir jetzt, vielleicht hat die ja noch was im Angebot. Hallo Moira. Ich kann's kaum erwarten zu erfahren, wie das Abwehrmittel funktioniert. Ach, das Abwehrmittel hatten wir ja auch noch, stimmt. Ich habe das mal ein paar Maulwurfsratten ausprobiert. Sie haben es nur an ein paar davon getestet? Ach, na schön, das wird schon genügen. Ja, und? Muss. Wie funktioniert mein chemisches Abwehrmittel? Traumhaft sauber und sicher, oder? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wie er hofft. Alle Maulwurfsratten sind tot. Ihre Gliedmaßen wurden ausgerissen. Gibt es sowas auch für Menschen? Alle Maulwurfsratten sind tot. Ja, machen wir das hier mal. Oh, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Diese armen, kleinen Maulwurfsrättchen mit ihren kleinen Näschen. Das ist ja schrecklich. Das heißt dann wohl zurück ans Zeichenbrett für dieses Abwehrmittel. Ich frage mich, ob ich daraus Benzin machen kann. Hm, egal. Ich nehme es. Aber als kleines Dankeschön, nehmen Sie die Medikamente, die von meinem Abwehrmittel übrig geblieben sind. Irgendwann werden Sie sie brauchen. Zweimal Jet, vielleicht auch ein Stimpack oder sowas? Zweimal Psycho, Abwehrmittelstick entfernt und keine Stimpacks. Hm, schade. Okay, ich bin bereit für weitere Recherchen über das zweite Kapitel. Wir wissen nicht viel über die Meyer-Lurks und wie gefährlich sie sind. Da gibt es sicher einiges rauszufinden. Ich frage ungern, aber ich muss die Auswirkungen schwerer physischer Traumata untersuchen. Natürlich kann ich die Probanden danach wiederherstellen. Und das sollte für das zweite Kapitel genügen. Welchen Teil davon wollen Sie überprüfen? Was hat es mit der Erforschung dieser Meyer-Lurks auf sich? Ich werde mich dafür hassen, aber wie wäre es mit dem Behandeln der Verletzung? Machen wir erstmal die Meyer-Lurks, weil wir sowieso da hinten in der Nähe gerade von den Abwasserdingern sind und ich glaube, die Meyer-Lurks treiben sich ja in den Abwasserkanälen rum, ne? Machen wir das hier. Meyer-Lurks sind in manchen Gebieten eine große Gefahr. Wenn die Leute mehr über sie wissen, können sie ihnen aus dem Weg gehen oder sie austricksen. Ich besorgte mir dieses Observierungsgerät, um sie in ihrem natürlichen Umfeld beobachten zu können. Verstecken Sie es in einer der Laichkugeln im Bau. Was? In einer der Laichkugeln? Bist du verrückt? In einem Meyer-Lurk-Versteck schleichen. Ich hoffe, das ist es wert. Während Sie daran arbeiten, gehe ich einer Spur nach, die mich zu zwei Stealth-Boys führen sollte. Wenn Sie den Job erledigt haben, gehören Sie ihnen. Wer weiß, vielleicht lernen wir von den Meyer-Lurks sogar etwas Nützliches. Ja, vielleicht, dass sie total gefährlich sind und man nicht unbedingt mit ihnen in Kontakt geraten sollte, vor allem nicht an ihrem Nest. Boah, ey, diese Moira ist ein bisschen durchgeknallt, ne? Naja, gut, wir werden es versuchen. Großartig. Ich schlage das Nest beim Anchorage War Memorial vor. Ich kannte mal einen Händler, der von Meyer-Lurks da unten erzählt hat. Gehen Sie rein und suchen Sie einen Ihrer Laichbälle. Die finden Sie vermutlich in Wassernähe. Legen Sie diesen Beobachter hinein und gehen Sie leise. Und sorgen Sie dafür, dass Sie keine nistenden Meyer-Lurks umbringen, da dies die Aussagekraft der Studie beeinträchtigen könnte. Ja, pff, sonst noch irgendwelche Wünsche? Alter... keine Meyer-Lurks im Anchorage War Memorial töten. Den Beobachter in einem Laichball hinzufügen. Okay. Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Ich kann reparieren. Ja, das ist toll. Freut mich. Und zwar unsere Rüstung einmal. Und dann natürlich noch unsere gesegnete Kampfflinte für... Was kostet denn das? 168. Ja, müssen wir investieren. Die Kampfflinte ist überlebensnotwendig. Okay. Und dann bräuchten wir noch ein paar Stimpacks. Was an Ausrüstung? Schenken wir mal, was es im Angebot gibt. Was darfst du? Ja. Pass auf.
Moira, pass auf. Ich brauche Stimpaks. 9 Stück, alle her damit. Wir haben nicht genug Geld. Da wollte ich gerade noch sagen, wir haben genug Kohle. Aber warte mal, wir können mal beenden, ja. Was gibt's im Angebot? Was darf denn? Ja. Und dann verkaufen wir erstmal ein bisschen Stuff. Zum Beispiel so eine Maschinenpistole. Weg damit. Abgesägte Schrotflinte, nee, die behalten wir mal noch. Laserpistole, hier, die da zum Beispiel. Weg damit. Splittergranaten, können wir auch die Hälfte verkaufen. So viele brauchen wir nie im Leben. Und eines dieser Sturmgewehre, wir nehmen das hier. So, da die wieder ein bisschen Kohle hat, können wir der auch gleich noch ein paar Splitterminen aufs Auge drücken. So, akzeptieren, zack, und schon haben wir 730 Kronkorken, ich freue mich. Ach guck mal, da können wir noch sogar eine Pistole hier auf den Hals drücken. Die brauchen wir nämlich auch nicht mehr. So, und dann können wir uns die Stimpaks kaufen. Wunderbar. Dankeschön. So, hat die denn noch irgendwas, was wir brauchen? Vielleicht noch ein bisschen Munition für die Kampfflinte, Schrotpatronen, her damit. Haben wir auch eine Waffe mit 5 56er Munition? Da war doch auch irgendeine, ne? Ja, genau die da. Ja, damit. Und das Sturmgewehr frisst auch die 5 56er, genau. Raketenwerfer, Laserpistole. Okay, E-Zählen haben wir genug. E-Zählen? Soll ich dir mal einen Witz erzählen? gut. Ich würde sagen, das passt. Hat die vielleicht noch irgendwas? Waffen. Ein Trennmesser. Jau. Alter, geil. Aber braucht man nicht unbedingt. Flammenwerfer. Alter. Krass. Abwehrmittelstick. Ja, toll, jetzt sollen wir uns den noch zurückkaufen, oder wie? Ich glaube, es geht los. Aufklärungsausrüstung. Die wäre auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir haben, ne? Die kaufen wir. Guck gerade, ob wir einen irgendeinen coolen Helm oder sowas finden. Große Waffen plus 5, Sprengstoff plus 5. Ja, damit. Akzeptieren. Und dann können wir unseren Stuff gerade mal verkaufen, unsere Kleidung, die wir noch haben. Die Talon... Oh, warte mal, die hat 18. Und die hat nur 16. Bringt aber 5 plus Schleichen. Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Okay, können wir wieder verkaufen. Den können wir auch verkaufen. Aber den Helm können wir behalten, da können wir die Baseballmütze für verkaufen. Na gut, jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Gute Jagd. Entschuldigung. Viel Spaß. Ja, danke, danke. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt hätte ich mich vorher mal umgeschaut. Ich dachte, wir hätten eine Rüstung mit 14 und, naja. Okay, wie sehen wir denn jetzt aus? Cool. Also, ich finde uns ganz hübsch. So, jetzt haben wir wieder 12 Stimpaks immerhin. Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir hier noch das Zeug vielleicht futtern. Okay, Feuerameisen-Nektar vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass uns der so gut zu Angesicht steht. Okay, dann reisen wir mal zurück. Nach Marigold Station. Nein, ich möchte gerne nach Graditch zurück. Jawohl. Und dann setzen wir unsere Suche nach dem Vater von Brian Wilkes mal fort. Ich glaube, ausgeräumt haben wir ja hier soweit jetzt alles. Also ausgeräuchert. Warte mal, das Schild im Boden. Ist das... Das müsste doch das Haus hier sein, oder? Wilkes Haus. So ist es. Ah, da vorne kommt noch eine Ameise, die auf die Fresse will. Warte mal gerade. Die machen wir noch fertig eben. Wo ist denn die Drecksau? Wo bist du? Komm ran! Hä? Ah ja. Warte mal, da könnten wir aber vielleicht eine andere Waffe nehmen als jetzt... Ja, die da zum Beispiel. Matsch! Ach, da hinten, der Feuerameisensoldat. I'm a toy soldier. I'm a toy soldier. And I'm a dead Ameise. So, was kommt da unten angekrabbelt? Noch ein Soldat, okay. Ah. Oh, wir müssen von dem Auto weg. Hinter uns ist aber nichts, ne? Nee, okay. Wo will die denn hin? Posteinwurf, Pfeile und Krücken. Ja, toll. Okay, wir laden nach. Speichern mal, bevor wir in das Haus gehen. Wir wissen natürlich nicht, was uns da erwartet. Und gehen mal rein. Okay, Brian Wilkes schlechte Nachricht überbringen. Erfüllt den Vater von Brian Wilkes.
Boah, was für ein Riesenvieh. Okay, er hat aber noch ganz gut gekämpft. Hüttenschlüssel. Outfit eines Umherziehenden. Okay, braucht man nicht. Aber vielleicht finden wir... Ja, genau danach habe ich gesucht. Redaway und Stimpak. Dankeschön. Genau das wollte ich haben. Und eine Munitionskiste mit Schrotpatronen. Ja! Da lacht mein Herz, wenn ich so Schrotpatronen finde. Ein beschädigter Gartenzwerg. Nö, den brauchen wir nicht. Eine Kamera brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir uns gerade unten nochmal kurz umschauen. Und dann verlassen wir dieses Etablissement. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Vielleicht einen Kühlschrank? Cram, Eichhörnchen-Eintopf und eine Zuckerbombe. Hey, Zuckerbomben. Wieder 30 Kronkorken. Oh, noch eine Munitionskiste, warte mal. Mit 10mm Schuss. Wahnsinn. Sturmgewehr. 6mm, ne? Hier halt, Munition, verstehst du? Weißt du, was ich meine? Super. Okay. Ja. Keine Ahnung, wo das gerade herkam. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal schauen. Der Junge hat doch irgendwas davon erzählt, dass ich hier irgendwo... Alter, wo kommen die denn dauernd her? Spawnen die hier die ganze Zeit neu? Habe ich fast das Gefühl. So. Hinter diesem Restaurant hier, hinter dem Diner, hat der da nicht irgendwas von der Mülltonne gesagt? Ja, gucke mal. Öffnen. Aha, 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 aha. Alter, so viele Granaten. Ernsthaft. Krasser Scheiß. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Warte, warte, warte. Gegenstände, Waffen. Und dann können wir hier wieder ein bisschen reparieren, glaube ich. Das chinesische Sturmgewehr können wir leider nicht reparieren. Okay. Schade. Aber die chinesische Pistole, die wir auch längst hätten, einfach schon wegschmeißen können, weil sie einfach scheiße ist. Naja gut, dann überbringen wir dem kleinen Jungen mal die Hiobsbotschaft, dass sein Vater nicht mehr ist. Und da vorne ist wieder so eine scheiß stinkende Ameise. Ist da draußen jemand? Ja, ich bin hier. Kann ich es probieren? Nein, kannst du nicht. Junge, komm raus. Hallo. Kleiner Bursche. Nee, doch nicht. Okay, nein, das war unfair. So. Ach, kommen Sie schon. Erzählen Sie es mir. Naja, ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für dich, Kleiner. Oh nein, was ist passiert? Brian, es tut mir leid, aber dein Vater ist tot. Er ist tot? Eigentlich wusste ich es schon. Außerdem bin ich zu müde zum Weinen. Was immer daran schuld ist, ich werd's aufhalten, versprochen. Das muss aufhören, damit es auf keinen Fall einer anderen Familie passieren kann. Ich wünschte, ich hätte sie schon vor langer Zeit getroffen. Dann würde mein Papa vielleicht noch leben. Danke, dass Sie das tun wollen. Jetzt, wo Sie hier sind, fühle ich mich schon viel wohler. Ja, die Quelle der Feuerameisen entfernen, alles klar. Was ist hier passiert? Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nah bei Washington waren. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. Konntest du die anderen in der Stadt sehr gut? Kanntest, nicht konntest? Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Greenwich geblieben. Die Ruinen von Washington sind nicht besonders schön, um dort zu wohnen. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Wir waren ungefähr seit einem Jahr hier. Und wer hat sonst noch in Greenwich gewohnt? Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnte, und dann noch Will Brandes mit seiner Mama und seinem Papa. Ich glaube, sie sind jetzt alle verschwunden. Ja, und der kleine Junge hier ist komplett alleine, jetzt wo sein Vater auch noch tot ist. In Ordnung. Was ist denn? Naja, kann ich dich etwas über die Leute fragen, die hier gelebt haben? Die haben wir ja gerade schon. Was kannst du mir noch über die Viecher sagen, die Greenwich angegriffen haben? Da gibt es große, eklige Dinger, die auf 6 Beinen herumkriechen. Sie haben riesige Zähne und schnappen sich alles, was ihnen über den Weg läuft. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Naja, das war seine Bezeichnung. Ich nenne sie einfach Feuerameisen.
Ja, das kommt hin. Kann man sie auf irgendeine spezielle Art und Weise verletzen? Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinge abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Wie auch immer er das gemeint hat. Waren sie schon immer da? Nein. Diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht. Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Naja, den Rest wissen sie ja. Ja, den Rest wissen wir. Na gut, ich muss jetzt gehen, Kleiner. Seien Sie vorsichtig. Ich will nicht, dass Sie auch noch sterben. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir passen schon auf uns auf. Und du bitte auch. Nun denn, die Quelle der Feuerameisen finden. Ich schätze einfach mal, die Quelle der Feuerameisen entfernen. Ah, okay. Jetzt frage ich mich nur, wo ist die Quelle der Feuerameisen? Davon habe ich allerdings keine Ahnung. Aber ich schätze mal, die Quelle der Feuerameisen wird wahrscheinlich irgendeine fette Feuerameisenmutti sein. Aus dessen Arsch die ganzen Viecher die ganze Zeit schlüpfen. Um es mal knallhart zu sagen. Okay, hier sind auf jeden Fall noch mehr von den Viechern. So viel steht fest. Da hinten krabbelt zum Beispiel noch eine. Und hier links um die Ecke rum krabbelt auch noch eine. Wir holen uns erstmal die da hinten in diesem, am Spielplatz. Das alte Mistvieh. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Die bringen aber ganz gut EP, ne? Ist eigentlich ganz cool. Huch, was war das denn? Alter. So, wir speichern zwischendrin einfach nochmal. Wie gesagt, ihr kennt es ja. Fallout schmiert gerne mal ab. So, hier links war irgendwo noch eine. Mehrere. Die sind aber scheinbar oben. Das heißt, wir müssen oben irgendwie lang. Ich glaube auch unten. Unten kommen wir nicht weit. Boah, wie geil die Sonne auch wieder aussieht. Feiere ich immer noch. So. Okay, von wo, von wo, von wo? Ah ja, guck mal. Okay, die haben wir dann auch schon mal. Wir gehen gerade mal noch nach oben. Und schauen mal, was uns dort oben noch so erwartet. Ach, da unten, gucke mal. Sehr gut. Okay, haben wir hier oben vielleicht irgendwie eine Munitionskiste oder irgendwas? Scheinbar nicht. Ich sehe zumindest jetzt auf die Schnelle nichts. Und hören tue ich auch keine Viecher mehr, das ist ja auch schon mal beruhigend. Feuermeisenarbeiter, okay. Ist weit und breit gerade das einzige Viech. Und ist auch schon tot. Sehr gut. Ich frage mich aber immer noch, woher die Viecher dann kommen. Das habe ich immer noch nicht so ganz gerallt. Wie gesagt, ich schätze ja immer noch irgendwie eine Höhle oder sowas, wo dann die ganzen Viecher herkommen. Der Junge meinte ja, vor der Stadt wäre die irgendwie zuerst gewesen. Und dann hätten sie langsam die Stadt erobert. Vielleicht außerhalb der Stadt? Wäre aber auch irgendwie... Nee, weiß ich nicht. Wäre aber auch irgendwie sinnlos, oder? Marigold Station. Wir haben aber auch keinen Auftrag jetzt hier gerade. Warte mal. Die Quelle der Feuerameisen entfernen. Haben wir eine Notiz dazu? Brians Spezialschlüssel. Gegenstand, das befindet sich in einem Müllcontainer. Ja, den haben wir ja ausgeräumt, den Imbiss. Vielleicht schauen wir uns einfach hier noch ein bisschen weiter um. Vielleicht hilft das ja, ich weiß es nicht. Hui. Vielleicht da, wo die Feuerameisenkrieger, also diese richtig fetten Viecher herkamen, vielleicht. Sollten wir uns da nochmal ein bisschen genauer umschauen. Wir bleiben aber mal auf der Straße, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Ach da, ich wollte schon sagen, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hm, der Kleine, wo ist er denn? Hui!
Quatsch. Der ist hier geflogen, hör mal. Was für ein Gemetzel hier schon ist. Richtig krass. Könnte natürlich auch sein, dass die Mutter aller Feuerameisen sich hier unten in der Station befindet. Ob wir da mal runterlatschen sollten, ich weiß es nicht. Wir gucken uns das mal genauer an. Kettengitter Marigold Station. Schauen wir einfach mal, was uns da unten erwartet. Ah ja, hier sind schon mal Ameisen. Klingt schon mal nicht schlecht. Klingt schon mal nicht schlecht. Und ich höre noch mehr tapselige Füße. Ich glaube, wir sind richtig. Naja, da hinten Feuerameisenarbeiter. Boah, dieses Geräusch, ich hasse es. Wo geht's hier hin? Okay, die Tür machen wir gleich auf. Wir gehen erstmal runter, würde ich sagen. Ja, wir gehen erstmal runter. Okay, unsere Munition für die Waffe ist gleich aufgebraucht. Ist natürlich nicht so geil. Da hinten haben wir wieder einen Soldaten. Ja, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Okay, 8 Schuss noch. Wir müssen die Waffe wechseln. Chinesisches Sturmgewehr. Könnten wir natürlich auch mal nehmen. Warte mal, die macht 27 Schaden und die macht 36 Schaden. Ha, ha, ha. Ta-ta-ta-ta. Sehr nice. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob hier der Unruheherd quasi der Ameisen ist. Also quasi die Haupt... Na, das, wo sie halt alle herschlüpfen. Ich habe gerade ein Medikit gesehen. Ach, war gar kein Medikit. Scheiße. Aber ein bisschen Munition. Grady's letzte Aufzeichnung. Hey! Daten, Notizen, Grady's letzte Aufzeichnung. Alles klar, ein Raum mit dem Drehlicht. Dort befindet sich in einem Löschkasten der Schlüssel zu einem Paket, was wir zu einem anderen Menschen bringen sollen. Aus. Huch! Ja, ich hoffe, ich kann mir das merken einigermaßen. Ich glaube, bevor wir jetzt nach unten dackeln, gehen wir dann doch mal hier rechts in die Tür. Vielleicht ist das ja diese ominöse Tür, wohinter sich der Löschschlauchkasten-Dingens befindet. Hallo! Ach da! Das ist ja nett. Schön, dich kennenzulernen. Und noch schöner, dass du jetzt tot bist. Okay, das ist ein Generator. Da sollte man vielleicht nicht zu nah rangehen. Pümpel und Sensormodul. Modul. Pümpel und die Sensormodul. Oh, eine leicht verschlossene Kiste. Kriegen wir hin. Ja, Splittermine. Voll für den Arsch. Noch mehr Splitterminen, hey. Wir brauchen keine Splitterminen. Okay, wir laden nach. Speichern. Ja doch, wir speichern. Genau. Und schauen wir mal. Hier befindet sich gleich wieder so ein Mistvieh. Und noch ein Mistvieh. Sehr gut. Okay. Oh, die Ameise hat nichts dabei. Welch seltener Anblick. Eine Ameise, die nichts dabei hat. Oh, Medikit. Ja! Und alles mitnehmen. Werkzeugkasten. Ne.
Munitionskiste. Wunderbar. Was haben wir hier? Nichts mehr. Metallkiste. Hey, am Arsch. Naja. Okay, und was uns da unten erwarten wird, liebe Freunde? Das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Die innere Ortschaft von Graditch haben wir soweit schon mal von den Feuerameisen befreit, aber jetzt geht es in die Marigold Metro Station und ich habe ein bisschen Muffensausen, wie man so schön sagt, weil es da unten bestimmt dunkel ist und kalt ist und da ist alles voller Ameisen und bäh, diese Geräusche allein schon. Da kriege ich immer noch Gänsehaut und in der nächsten Folge wollen wir dann mal schauen, dass wir da unten ein bisschen aufräumen und vielleicht auch den Ursprung dieser Feuerameisen finden können, weil, wie wir alle wissen, Ameisen spucken eigentlich kein Feuer. Und Ameisen sind eigentlich auch nicht so groß. Naja, schauen wir mal, was sich denn in der nächsten Folge an unseren Forschungen, was da so rauskommen wird. Und dann, hoffentlich, kriegen wir eine fette Belohnung. Vielleicht lebt da unten ja noch jemand, wer weiß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.